Würzburg Schweinfurt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu IHK TV. Wir sind heute in Sommerhausen im Landkreis Würzburg und wir sind zu Gast bei Arthur Steinmann. Er hat hier ein Weingut, ist Weingutsleiter, aber Herr Steinmann, Sie sind auch der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Ja, gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir uns hier mal unterhalten können. Und wir stehen hier vor Ihrem Weingut und das ist das Weingut im Pastoriushaus. Das ist ein ungewöhnlicher Name und da ist vielleicht noch ein Wort dazu nötig. Also es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Hier wurde nämlich der erste deutsche Auswanderer nach Amerika geboren. Und wenn man bedenkt, dass im Mittelalter die Deutschen durch Amerika sehr stark geprägt haben, heute sagen ca. 50% der Amerikaner, sie sind deutscher Abstammung. Und umgekehrt die Amerikaner dann nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland und Europa geprägt haben, dann ist es eine besondere Geschichte. Hier ist eine Wurzel deutsch-amerikanischer Geschichte. Vielen Dank soweit, Herr Steinmann. Gleich erfahren wir noch mehr über dieses Weingut und über die Wein- und Sommelierschule. Und diese Themen haben wir außerdem noch für Sie. Integration durch Ausbildung. Junge Flüchtlinge in Schule und Betrieb war das Thema beim Mainfränkischen Ausbildertag. Gründermesse in der IHK. Gut vorbereitet in die Selbstständigkeit oder die Betriebsübernahme. Erfolgsgeschichte mit Pappe. Der Gremialausschuss Kitzingen besucht den Maschinenbauer Göpfert in Wiesentheid. Wir sind jetzt im Weingut von Arthur Steinmann. Herr Steinmann, wenn Sie uns einen kurzen Überblick über Ihren Betrieb geben. Seit wann ist das hier in Familienbesitz und wie groß ist das Unternehmen? Ja, das Weingut wurde 1916 gegründet. Ich mache mir da oft Gedanken drüber und sage mir, 1916, der Erste Weltkrieg tobt noch, der Großvater kommt verletzt aus dem Krieg heim, hat ein Auge verloren und dann kauft er sich hier dieses Anwesen am Plan 4, um hier sein eigenes Weingut zu gründen. Wir sind jetzt eben in diesem Jahr dann 100 Jahre schon hier in dem Haus, wo hier auch Wein ausgebaut und vermarktet wird. Das 100-jähriges Betriebsjubiläum ist schon genial. Der Vater hat es dann weiterentwickelt. Es ging immer um verschiedene Einkünfte. Man war nie auf einem Bein gestanden, war immer so ein Mischbetrieb. Am Anfang mit Gemüse, mit Obst, mit Wein und Landwirtschaft. Dann war es Obst und Landwirtschaft und Wein. Und jetzt ist es Wein und Gästehaus. Ne? So wie sich halt die Zeit entwickelt. Wir vermarkten derzeit ca. 25 Hektar Rebfläche und bauen selber so ca. 14,5 Hektar an. Und eigentlich eine ordentliche Größe, sind so ca. 200.000 Flaschen, die wir vermarkten. Ja, damit macht es schon Spaß. Und Sie sagen es auch schon, Sie vermarkten den. Also das heißt, es reicht nicht für die fränkischen Winzer, hervorragende Weine zu produzieren, was sie natürlich tun. Die wollen auch vermarktet werden. Wie wichtig ist es denn für einen Winzerbetrieb heutzutage, da in diese Vermarktung Wert drauf zu legen und zu investieren? Also der erste Schritt, und das haben wir ja in Franken prinzipiell gemacht, ist erstmal in Richtung Qualität. Man muss einen Qualitätsstandard haben, der angemessen ist, der Weine machen, die den Menschen schmecken. Und dann muss man natürlich an die Leute ran. Wir haben hier im Weingut ca. 200 Veranstaltungen. Wir haben Weinseminare, wir haben Weinproben, wir haben Tagungen im Gästehaus. Das ist auch diese Synergie, da kommen Gäste zur Tagung, kommen ins Gästehaus mit ihrer Firma, dann gefällt ihnen Sommerhausen, dann kommen sie am Wochenende mit der Familie und dann werden sie Kunden im Weingut. Oder umgedreht, Kunden im Weingut lernen das Gästehaus kennen, sehen, dass da Tagungsmöglichkeiten sind und haben dann die Idee, in der Firma mal mit der Firma hier zu tagen. Und also das ist schon wichtig, dass man die Leute auch an den Betrieb holt. Wir vermarkten 75% unserer Weine direkt an den Endverbraucher. Und natürlich tun das auch die anderen fränkischen Winzer in dieser Weise, die Sie gerade beschrieben haben, wie Sie es hier machen. Sie sind ja eben auch der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes und stehen somit auch den anderen fränkischen Winzern vor. Wie ist denn dieser Weinbauverband strukturiert? Wie viele Mitglieder hat er? Also wir haben 500 direkte Mitglieder, das sind also Unternehmen. Wir haben ja ca. 900 abfüllende Betriebe hier in Franken. Dann kommen die Genossenschaften dazu und indirekt sind es dann ca. 4000 Winzer, die wir hier in Franken zu betreuen. Wir haben eine Fläche von 6200 Hektar. Und mein Sinn ist es, einerseits mal zu integrieren, dass man gemeinsame Ziele formuliert. Wie die Winzer dann zu diesen Zielen kommen, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass die fränkischen Winzer ein Ziel haben, wo sie gemeinsam hinwollen. Da arbeiten wir gerade dran.
Und dann als weiteres, ähnlich wie im Weingut auch mit der Vermarktung, muss man Netzwerke bilden. Und hier haben wir ein tolles Netzwerk geschaffen mit nach München zum Beispiel. Wir sind Mitglied als Fränkischer Weinbauverband in der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Ich bin Bezirksleiter für den Wirtschaftsbeirat Bayern für Würzburg und Schweinfurt. Also da vernetzt man sich mit der Politik, vernetzt sich mit der Wirtschaft und man vernetzt sich auch mit der Gesellschaft. Und das ist so die Aufgabe eines Präsidenten, hier die Winzerschaft hier gut zu positionieren. Die Vernetzung und die Kooperation mit der Wirtschaft, die hat auch ein neues Standbein bekommen vor einiger Zeit, nämlich in Form einer Kooperation mit der IHK. Und da geht es um die Weiterbildung von Leuten aus Gastronomie, aus dem Handel in puncto Wein. Wie wichtig ist das denn? Ganz wichtig. Also ich freue mich sehr, dass wir auch jetzt institutionell mit der IHK hier vor Ort zusammenarbeiten können. Für uns sind die Gastronomen die Mittler zwischen Endverbraucher und Winzer. Gerade in der Gastronomie kann man die Weine probieren, das erleben wir hier in Sommerhausen ja auch. Dann wird der Wein in der Gastronomie getrunken, dann kommen sie hier ins Weingut und kaufen den Wein. Also für uns Gastronomie ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, um Weine an den Mann zu bringen oder um auf diese Weine aufmerksam zu machen. Da bilden sie letztlich Botschafter aus für eine Region. Und dass das jetzt auch hier vor Ort funktioniert, diese regionalen Wirtschaftskreisläufe, dass die IHK sagt, jawohl, wir suchen uns jetzt eine Institution aus der Region und bilden die Sommeliers in den Weingütern und in den Weinbergen von Unterfranken, von Franken aus. Und bringen Sie da mal, das werden ja dann Botschafter, die weltweit dann unterwegs sind, solche Sommeliers. Und die nehmen dann dieses Gedankengut schon, das Frankenwein schon mit in die Welt. Das ist schon fantastisch. Vielen Dank, Herr Steinmann, für diese Informationen. Wir werden noch mehr erfahren zu dem Thema Bildung, Ausbildung rund um den Wein, um die Sommeliers. Zunächst aber weitere Themen aus der mainfränkischen Wirtschaft. Aktuell leben über 12.000 Flüchtlinge in Unterfranken in staatlichen Unterkünften. Diejenigen, die hier bleiben dürfen, gilt es nun erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Unternehmen stehen vor vielen Fragen. Was muss ich beachten, wenn ich einen Flüchtling ausbilden oder beschäftigen möchte? Um auf diese Fragen Antworten zu geben, hat die Industrie- und Handelskammer ein mainfränkisches Maßnahmenpaket erstellt. Die Schwerpunkte befassen sich mit den Themen Qualifizierung, Information, Beratung und Matching. Matching ist meine Aufgabe, sozusagen das Zusammenbringen von Unternehmen und Flüchtlingen. Das ganze Leistungsportfolio oder Unterstützungsangebot ist darauf ausgelegt, die Unternehmen eben größtmöglich zu unterstützen und da auch Antworten auf Fragen bei der Integration von Flüchtlingen eben anzubieten und da ein breites Angebot zu haben. Die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit. Darum geht es auch beim 32. Mainfränkischen Ausbildertag der IHK Würzburg-Schweinfurt. Rund 100 Unternehmer, Ausbilder und Lehrer allgemeinbildender und beruflicher Schulen nehmen an der Veranstaltung in der IHK-Geschäftsstelle in Schweinfurt teil. Laut IHK-Präsident Otto Kirchner müsse es gelingen, die Flüchtlinge gezielt zu qualifizieren. Nur so könne Mainfranken von ihrer Integration profitieren. Bei dieser gilt es aber auch, weitere Faktoren zu beachten. Und hier setzt Burak Celebi an. Der Hamburger berät seit 2008 Unternehmen bei der interkulturellen Kommunikation. Innerbetrieblich gibt es immer wieder mal Reibungen und da kommen Unternehmen zu mir und sagen, Mensch, können Sie nicht mal unsere Mitarbeiter in diesem Bereich sensibilisieren oder auch jetzt speziell aufgrund der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, auch immer noch kommen. Was gibt es da für Unterschiede kultureller Natur? Was kann man machen als Unternehmen, damit die Menschen sich besser integrieren oder wir besser mit denen umgehen können? Und letztendlich ist es wichtig, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern dass beide Seiten aufeinander zugehen sollten. Die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit zählt derzeit zu den größten Herausforderungen der mainfränkischen Wirtschaft. Zur Gründermesse lud die IHK in ihre Geschäftsstelle nach Würzburg ein. Regionale Aussteller informierten über den Schritt in die Selbstständigkeit, die Unternehmensnachfolge und Betriebsübergabe. Im Lauf der Veranstaltung fanden deutlich über 300 Beratungsgespräche statt. Unter den Ausstellern waren nicht nur die Wirtschaftskammern, die Arbeitsagentur und staatliche Wirtschaftsförderer, sondern auch Berater aus dem Bereich der Hochschulen und Versicherer. Das Gründungswachstum der letzten Jahre war in der Region Mainfranken rückläufig.
Der IHK-Gremialausschuss Kitzingen war in seiner Herbstsitzung bei der Firma Göpfert Maschinen in Wiesentheid zu Gast. Das Unternehmen stellt Maschinen zur Herstellung von Kartons aus Wellpappe her. Ein riesiger Markt, denn zum Beispiel für den Onlinehandel werden enorme Mengen Verpackungsmaterial gebraucht. Das Familienunternehmen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und expandiert weiter am Standort Wiesentheid. Weiteres Thema im Ausschuss? Robotrecht. Professor Erik Hilkendorf von der Uni Würzburg informierte darüber, welche neuen juristischen Fragen sich Unternehmen angesichts der Digitalisierung stellen müssen. Zurück zu IHK-TV. Wir sind hier im Weingut Arthur Steinmann in Sommerhausen und ich habe mich jetzt getroffen mit Udo Albert, IHK-Bereichsleiter Weiterbildung und zuständig in dieser Eigenschaft für die Wein- und Sommelier-Schule. Und da läuft ja jetzt seit einigen Monaten eine Kooperation mit den Winzern hier vor Ort in Mainfranken. Welche Bedeutung hat das denn für die IHK, dass sie hier wirklich jetzt einen regionalen Partner haben? Also die Kooperation mit dem Weinbauverband unter dem Präsidenten des Herrn Steinmann, die ist für die IHK und insbesondere für die Region eine besondere Bedeutung. Der Standort Würzburg in der Region mit den herrlichen Landschaften, mit den Weinbauern, mit den Winzern bietet sich an und ist natürlich prädestiniert, um überhaupt eine solche Maßnahme in einer solchen Region durchzuführen. So eine Maßnahme, wenn man da teilnimmt an dem Lehrgang, das ist eine Entscheidung, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen und viel Engagement. An wen wendet sich denn dieser Lehrgang? Wen möchten Sie da haben? Also prinzipiell ist die Weinschule so offen, dass wir Weininteressierte allen voran natürlich die Maßnahme anbieten wollen. Natürlich im zweiten Blick die gastronomische das Umfeld der Gastronomie, natürlich auch die, die im Handel tätig sind, also ein ziemlich breites Spektrum. Es ist natürlich wichtig, dass wir die Region hier haben. Wir müssen in den Weinkellern, wir müssen in den Weinbergen, wir müssen aber auch in den Winzern hineinschauen, damit man auch das Wein nicht nur erleben kann, den man trinkt, sondern welche Arbeit und mit welchem Schweiß das verbunden ist, dass wir solche tolle Getränke hier in unserer Region haben. Verbunden natürlich mit dem, wie Wein verkostet wird, wie Wein vorbereitet wird, auch mit Speisen. Insbesondere auch dann, wenn die Dinge harmonieren müssen, damit man die Kenntnisse und die Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, das Ganze auch zu bestimmen und zu entscheiden. Vielen Dank, Herr Albert, für die Informationen und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten bei IHK-TV. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Würzburg-Schweinfurt.